In Kölnbrück erwartet Hanna Becker und Robin Sturm ein gefährlicher Einsatz. Eine Giftschlange wurde aus einer WG entwendet. Guten Tag! Die Polizei ist da. Was ist denn hier los? Ja, ich trage hier die Möbel raus. Das ist aber auch hier gerade völlig scheißegal. Ich habe sie an. Ja, ich habe sie angerufen. Nee, nicht ja. Lassen Sie einmal aussprechen, dann können wir auch das regeln. Ich habe sie angerufen, weil meine Schlange weggekommen ist. Meine Mitbewohnerin, die Amanda Gerpolz, hat meine Schlange geklaut. Deswegen trage ich gerade freundlicherweise ihre Möbel nach draußen, weil die Frau Gerpolz auszieht aus unserer WG, weil sie meine Schlange geklaut hat. Das ist gewollt. Was möchten Sie, dass sie auszieht oder die will auch selber ausziehen? Nee, das will ich. Und jetzt tragen Sie einfach die Möbel hier runter. Ja, weil meine Schlange, die nicht mehr in meinem Terrarium, in meinem Zimmer ist, geklaut wurde und nur sie die einzige ist, die das gewesen sein kann, weil das Terrarium geschlossen war, die Wohnung war abgeschlossen und dementsprechend kann es nur sie gewesen sein. Sind wir fair? Ja, meine Schlange ist auf jeden Fall entwendet, nicht mehr da, deswegen habe ich sie angerufen. Okay, darum kümmern wir uns gleich. Aber das mit den Möbeln ist natürlich auch nicht so richtig witzig, ne? Ja, die werden auch gleich abgeholt. Alles gut. Die Frau Gerpolz kommt bestimmt gleich in den nächsten Minuten. Das wird also dann. Also Frau Gerpolz weiß Bescheid. Ist sie richtig oder nicht? Nee, aber weiß nicht Bescheid. Nee, aber das ist auch. Also dann können Sie ja nicht das Eigentum eigentlich auf die Straße stellen, ne? Ist Ihnen bewusst. Und was gab's hier jetzt für ein Problem? Ja, ich habe die Hausordnung geändert, dass nichts rausgestellt werden darf im Treppenhaus. Sind Sie hier Eigentümer oder wie? Ich bin der Vermieter von den beiden. Ah, ja. Im Treppenhaus standen auch schon Möbel vor einigen Wochen. Da habe ich mich so tierisch drüber aufgeregt, dass ich sofort die Hausordnung geändert habe und fertig. So, und was wird eingehalten? Nichts. Da drin, da sieht es aus, Viehzeug ohne Ende und. Ja, was sollen wir denn da noch machen, außer rumblöken? So, wir versorgen jetzt, dass wir da hier reinkommt. Ja, genau, dann stellen wir am besten mal die Sachen das hier, auf jeden Fall schon mal. Ne, dass die einmal nicht abhanden kommen, dass sie hier nicht geklaut werden, ne, dass wir die einmal ein bisschen mit reinstellen. Ne? Ja. Aber das ist ja nicht Ihr Eigentum, ne? Wenn Sie sich dann um meine Schlange kümmern. Dann kümmern wir uns um gucken mal, was mit Ihrer Schlange ist. Sie handelt sich ja um Diebstahl anscheinend. Ja, Haustüre dürfen gehalten werden? Bitte? Sowas darf gehalten werden bei Ihnen? Ich habe es geduldet, aber ich habe denen auch eine Frist gesetzt. Ich will die Schlange und was da alles für Viehzeug rumfliegt, feucht und fleucht, will ich einfach nicht mehr im Haus haben. In der Wohnung erfahren die Beamten von der Schlangenbesitzerin, dass ihre Mitbewohnerin tatsächlich ein starkes Motiv für den Diebstahl hat. Auf jeden Fall war in diesem Terrarium meine Schlange. Da ist sie, wie Sie sehen, nicht mehr. Was ist das denn für eine Schlange? Eine südamerikanische Trugnatter. Die habe ich vor ein paar Wochen aus dem Zoohandel und ja, die hat dann auch leider das Kaninchen von meiner Mitbewohnerin tot gebissen. Ja, genau. Deswegen ist sie die Einzige, die für mich in Frage kommt, als Racheaktion. Die Haustür wurde wieder aufgebrochen, noch sonst irgendwas. Ich habe das Terrarium geschlossen gehabt, die Wohnungstür war abgeschlossen, also ist sie die Einzige, die Sie hat den einzigen Schlüssel noch. Ja. Wie groß ist denn die Schlange? So. Wie giftig ist so das? Groß und die wohnt in so einem kleinen Terrarium. Ja, also die Schlange ist giftig für kleine Tiere und für Menschen vielleicht ein bisschen. Ich glaube, da kommt wieder jemand. Okay. Ja, ich bin bei dir. Hallo. Hey, hallo Fiona, spinnst du? Hi. Sie sind die Mitbewohnerin hier? Ja, was machen meine ganzen Sachen draußen? Geht's noch? Also darum haben wir uns doch gekümmert. Hast du den Verstand verloren? Wenn du meine Schlange klaust, dann kannst du hier ausziehen. Bah, wieso sollte ich deine ekelhafte Schlange anfassen? Warum? Weil meine Schlange dein Kaninchen getötet hat. Also vielleicht kann ich mal eben kurz eingreifen, ne? Nee. Ihre Sachen hat diejenige Person rausgestellt, dafür sorgen wir gerade, dass sie wieder reinkommen, ja? Die standen eben schon kurz auf der Straße. Also die haben sie jetzt erstmal wieder reingestellt, ne? Ja, danke schön. Trotzdem ist hier, also hier hat wohl eine Schlange drin gewohnt. Okay, ne? Von ihrer Mitbewohnerin. Die suchen wir jetzt. Ja, sie sagen, sie sind das nicht gewesen. Ich habe die Dann steht hier jetzt ein Diebstahl im Raum. Dürfen wir denn einmal in ihr Zimmer, dass wir einmal gucken können, ob die da irgendwo ist? Okay, lassen uns mal einmal schauen, ne? Dann, dass hier nichts passiert. Zimmer. Ansonsten kannst du schon mal einen Veterinär anfordern. Also, ich weiß nicht, wie giftig das Ding ist. Ja. Was sagten Sie, Trugnatter oder sowas? Ja, südamerikanische Trugnatter. Ja, vielleicht kannst du mal durchgeben, ob das so giftig ist, dass wir Probleme haben. Ja, das mache ich jetzt eben. Also, ja, wer weiß, was du damit gemacht hast? Sag doch einfach, hast du die verkauft oder so? Genau. Gehen die in irgendwelche, Ecken oder wo? Ja, klar, auch unter die Schränke oder so. Ja, ich weiß ja nicht, wie die sich verhalten. Ne? Also, gehen die an warme Gegenstände, also gegen Heizungen oder so? Vor allem, würde ich die auch nehmen. Ja, in unserer Einsatzörtlichkeit ist eine Schlange abhanden gekommen. Wir bräuchten hier einmal einen Sachverständigen. Habe ich sowas mit? Die Beamten müssen die Suche nach der Schlange unterbrechen, da vor dem Haus plötzlich lautes Schreien zu hören ist.
Wer schreit hier draußen wieder rum? Oh. Guten Tag! Die Polizei ist schon da. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, ihr Haus ist in der Hausordnung steht, dass keine Schuhe im Treppenhaus stehen sollen. Und gucken Sie die scheiß Galoschen mal an. Ganz ruhig erst mal, ja? Gut, Ihre Hausordnung sei dahingestellt, ne, ob da jetzt Schuhe stehen dürfen oder nicht. Da hält sich kein Mensch dran. Ja, keiner. Das ist gut. Seitdem Sie hier sind, ne, darf in diesem Haus noch nicht mal mehr gehustet werden. Seit wann sind Sie denn hier Eigentümer? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr, okay. Also ich meine, Dreck ist ja die Schuhe sind die eine Sache, aber Dreck ist die andere Sache. Ne? Ja. Wenn die ein bisschen dreckig sind, die Schuhe, wer kann denn was dafür? Zu Ihren Schuhen, ne, mir ist das relativ. Ne? Sie müssen das auf jeden Fall gucken, dass Sie den Hausflur dann halt sauber halten. Ne? Ja, das steht doch auf einer Matte. Ja. Soll ja auch einmal die wo Woche soll ich die denn sonst hinstellen? Ist es nicht mein Fall, dass Ihr Haushalt sauber bleibt? Ne? Versuchen wir, da das zu regeln. Das ne? Einmal die Woche zu putzen ist ja wohl nicht schwer, oder? Und einmal im Monat... Hab ich jetzt gerade gesagt, ne? Das glaube ich Ihnen einmal auch. Die Woche. Versuchen Sie. Die stehen vielleicht. Auf einer Matte. Ja. Kann ich Ihnen jetzt nochmal das so kurz sagen? Ich habe Ihnen gerade gesagt, vielleicht ne, gehen Sie nochmal in sich, ne? Treffen Sie sich nochmal eine andere Zeit, ne? So macht das doch keinen Sinn, als Vermieter und Mieter. Und hier nicht vor dem Haus. Wir können uns vielleicht auch mal um eine Schlange kümmern, weil der Typ bestimmt auch was damit zu tun hat. Ich? Soll er was damit zu tun haben? Also er hat uns ja gedroht, uns rauszuschmeißen. Ich bin froh, dass die Schlange weg ist. Dann habe ich mir wenigstens die Abmahnung gespart. Sie sind froh, dass die Schlange weg ist. Ja klar, dann habe ich mir die Abmahnung gespart. Ich habe ihn eben schon erzählt, wir haben schon Sachverständigen alarmiert. Der kommt hier vorbei, damit wir einmal in Ruhe das Haus durchsuchen können nach der Schlange. Wir beide sind keine Schlangenexperten. Ja, aber dementsprechend holen wir jemanden dazu. Das weiß ich doch nicht, wo die Schlange hin ist. Haben Sie was mit der Schlange zu tun? Nein, absolut nicht. Okay. Haben Sie denn Schlüssel für die Wohnung? Ich hab denen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh, es geht hier auch von einem Ort zum nächsten. Hallo? Ah, hier ist jemand. Hallo, können Sie mich verstehen? Ja. Was passiert? Oh, diese scheiß Schlange hat mich gebissen. Sieht sich so an der Hand. Als wir den Herren mit dem Schlangenbiss im Keller gefunden haben, haben wir persönlich erstmal nichts getan. Wir haben erstmal nur blöd daneben gestanden. Aber so ist es beim Schlangenbiss auch genau richtig. Denn wir können da nicht gerade groß helfen. Das heißt, das Gift kann nicht einfach wieder rausgesaugt werden oder sowas. Es hilft auch nichts, das zu kühlen oder so. Da muss tatsächlich ein Arzt dran. Und dementsprechend haben wir halt erstmal den Arzt verständigt. Arnold für 13. Ich will nicht sterben! Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig, ja? Hören Sie mir mal zu, ja, können Sie mal angucken. Ja, eine Schlangenverletzung bei uns. Einmal bitte zurückbleiben, ja? Hat der Typ eine Schlange? Hören Sie mir mal zu. Wie heißen Sie? Dennis. Dennis, wir holen jetzt einen Rettungswagen, ja? Ja. Dann gucken wir, was wir hier machen können, ja? Ja, positiv. Die Schlange ist jetzt wieder aufgetaucht. Wir haben jetzt ja nur noch den Schlangenbiss und bräuchten dafür einmal einen RTW. Die Sache ist sie, mein Vater gibt mir kein Geld und ich brauche unbedingt Kohle und... Weshalb? Ich hab mir den Schlüssel von meinem Vater geklaut, den Zweitschlüssel, und hab mir die Schlange geholt und wollte sie verkaufen. Und dann nimmst du meinen Ringo? Ja, am Scheiß Ringo, schau dir das mal an, ey! Ja, vielleicht passiert sogar was Schlimmeres, ich gönn's dir! Also, erstmal ganz kurz, die Schlange ist wieder da. Gut. Die Schlange ist wieder aufgetaucht. Ja, ist auch gut für den Typen, dass Sie können sich dann ja vielleicht einmal um Ihre Schlange hier wieder kümmern. Würde ich jetzt auch sagen, nehmen Sie die mal mit hier hoch, damit die wieder zu dem richtigen Platz kommt. Und dann verlassen Sie mal einmal den Keller, bitte. Ja, hättest du mir mal mehr Kohle gegeben, dann wäre das nicht passiert. Soll ich dir noch mehr Kohle geben? Hast du sie eigentlich schon alle auf der Reihe? Ich bekomme ja kein Geld. Ja, nee, ist klar. Und einmal mit der heraus, ne? Du musst dir alles verzocken. Für Kleintiere ist der Biss der Trugnatter tatsächlich tödlich. Wie ernst die Lage für den Sohn des Vermieters ist, zeigt sich beim Eintreffen des Rettungsdienstes. Schlange haben wir soweit durchgegeben, ne? Mit dem Biss? Haben wir mit der Notrufzentrale telefoniert auch schon. Habt ihr das Mittel dabei oder müsst ihr den... Wir haben geguckt, also das wird wohl so sein, dass das für Menschen gar nicht so gefährlich ist, sondern für Tiere. Ne? Ja. Also wir werden jetzt mal die Vitalwerte checken, oben im RTW und dann nochmal mit denen telefonieren, ob wir noch was machen müssen. Er sagt selber, ihm ist ein bisschen schwindelig, schlecht. Ich hoffe, ich gehe nicht drauf, nur wegen dieser Scheiße. Das ist schockt ein bisschen. Ne? Wir gucken, dass wir sorgen, dass reichen RTW dann einfach. Ne? Genau. Kurz ein bisschen Kompresse eben raus. Dennis, das Problem, was wir jetzt noch haben, ne, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, du bist jetzt in eine Wohnung reingegangen, ne? Ja. Wie bist du da reingekommen? Ja, ich habe einen Zweitschlüssel von meinem Papa geholt und bin einfach in die Wohnung gegangen. Ja, der ist jetzt so die Frage, ne? Mein Papa wollte sowieso diese Scheißtiere aus dem Haus haben.
Ja. Die Sache ist, wir müssen jetzt halt für was schreiben. Ne? Dadurch, dass sich der Sohn mit dem Schlüssel den Zugang ermöglicht hat in die Wohnung, haben wir hier einen Hausfriedensbruch vorlegen. Des Weiteren hat er hier diese Schlange entwendet und wollte die auch verkaufen. Dementsprechend liegt hier auch noch ein Diebstahl vor. Das werden wir jetzt hier beide schreiben.